Betze-Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Stadionvlog unserer Roten Teufel. Ja, heute darf ich euch hier vom Bremerhof im Pfälzerwald begrüßen zum 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Unser FCK spielt gegen die Gäste vom Hohen Norden. Wir spielen heute gegen den HSV. Ja, rein tabellarisch spielt heute der Tabellenfünfte gegen den Tabellenzehnten. Samstagabend, Topspiel wieder auf dem Betze, 20.30 Uhr. Leider haben wir vor 2 Wochen, oder waren es glaube ich 3 Wochen mit der Länderspielpause, keine Ahnung, das Topspiel gegen die Hertha aus Berlin. 4:3 verloren, war zwar ein Spektakel, aber letztendlich stehen da auch wieder 0 Punkte leider auf dem Tableau. Heute mit dem HSV kommt das nächste Brett hoch auf den Betze. Ja, die Vergangenheit hat gezeigt, die Heimspiele gegen den HSV, da war auch Spektakel am Start. 2-0 gewonnen und dann unglücklich 3-3 letztes Jahr. Also da sind auf jeden Fall Tore wieder eigentlich vorhergesagt. Ich freue mich unheimlich auf die Partie. Ich erhoffe mir von unserem Betze-Bube, dass wir da 100%, 120% Leidenschaft zeigen, den Kampf annehmen und dann geht es Flutlicht an auf dem Betze. Und dann hoffen wir, dass wir mit den 3 Punkten heute mit dem HSV gleichziehen können. Dann haben wir auch endlich mal 10 Punkte. Der HSV selbst kann mit einem Sieg natürlich Platz 2 einnehmen und gegebenenfalls mal endlich aufsteigen. Das bleibt auch auf jeden Fall spannend. Ich freue mich unheimlich auf den Abend. Wir stärken uns jetzt noch hier im Bremerhof. Gutes Essen, gute Getränke. Und dann heute unter dem Motto, alle gemeinsam für 3 Punkte. Werdet ihr dann später im Video noch erfahren, was es bedeutet. Gehen wir hoch auf der Betze und geben alles für diese 3 Punkte. Ah, der Bremerhof gut gefüllt mit FCK-Fans, super. So, jetzt hier aus dem Bremerhof, die Teller sind weg, die Gläser sind ausgetrunken, wir haben uns gestärkt auf jeden Fall. Jetzt möchte ich euch noch ganz besondere Menschen hier vorstellen, unter dem Motto gemeinsam heute für die 3 Punkte des FCK. Meine Tante, die Uli und meine lieben Eltern, Mama und Papa heute dabei, vor den Toren Karlsruhes, ja, heute im richtigen Trikot, definitiv. So, was tippt ihr heute und was erhofft ihr euch vom Spiel? Also, ich erhoffe mir ein ganz tolles Spiel und drücke die Daumen für Lautern. Und, aber trotz allem, der HSV ist nicht zu unterschätzen. 2:2, ein tolles Spiel. Vater? Also, die Stimmung am Betze wird wieder phänomenal sein. Die Fans werden die Lauterer zum Sieg schreien. Dennoch glaube ich, dass es ein schwieriges Spiel wird und der FCK leider, auch wenn ich ihnen mehr gönne, wird mit 1:2 verlieren. Okay. Und Uli? Ich gönne den Lauterern natürlich auch, dass es ein 3-Punkte-Spiel wird für sie, da der KSC, wo ich auch mit Fan bin, natürlich mit dem HSV immer noch seine Schwierigkeiten hat wegen damals. Hoffe ich auf ein gutes Spiel und gönne Lautern die 3 Punkte. Jawohl. Also, wir machen heute die 3 Punkte mit badischer Unterstützung. Yeah. So, jetzt an unserem alten, berühmten Trinidad und Tobago-Man, ausgestattet, mal endlich mit einem FCK-Schal von Basti, kommen wir zu Bastis Spieltagsprognose und ihr seht es heute auch mit Gästen. Basti. Ja, heute Spieltagsprognose, also ist ja wieder Wahnsinn, was hier los ist in der Stadt. Wir haben wieder, wie immer, unser Flutlichtspiel, unser Topspiel und Fußballherz, was willst du mehr? HSV zu Gast auf dem Betzenberg, auf dem altbewährten Betzenberg, also... Ich sag, da kann man jetzt nichts mehr. Für alle Fußballromantiker würden sich die Finger lecken, das Spiel zu sehen heute, denke ich. Zweite Bundesliga, es fühlt sich an wie Bundesliga, es ist Wahnsinn. Absolut. Ich mache heute Prognose. Ich sag, wir gewinnen heute 3:2. Und zwar gibt es ein heißes Spiel auf dem Betze und diesmal mit einem besseren Ausgang, nicht wie gegen Hertha, wo wir dann am Schluss doch noch irgendwie das Ding verloren haben, wo es eigentlich ungerecht war. Und ich glaube, dass wir heute auf der Siegerstraße sind, dass Absolut. Wir heute 3:2 irgendwo gewinnen. Und deswegen auf geht's, Betze.
Joe, was tippst du? Was hoffst du dir? Ja, okay. Also wir beide, Ralf und ich von der Schwäbischen Alb, wir kennen den FC Karlsruhe. Ich sage, nach dem Katastrophenspiel in Hannover kommt heute eine Trotzreaktion. Und ich habe eine riesen Angst vor der Niederlage. Aber innerlich sage ich 4-2. 4-2? Ja, für uns. Auf jeden Fall Tore. Ralf, Tipp noch? Ja, ich müsste erst noch einen Gruß loswerden an meinen guten Freund, irgendwie, der mein T-Shirt anhat. Meine Frau heißt HSV. Da müssen wir sie leider enttäuschen. Also ich tippe 2-1 für Lautern, aber 2-2 würde ich auch mitgehen. Also wäre okay. Also wär super. Okay, also alle gemeinsam heute trotzdem für 3 Punkte. Alles klar. Auf dem Betze. So, Topspiel 2030, auf geht's. So, hier an der Betzebut, dem Treffpunkt vor jedem FCK-Spiel. Noch ein paar Hamburger getroffen hier. Holen wir uns mal die Meinung von euch ab. Was tippt da? Na ganz klar, 4-3. Auf jeden Fall Tore. Ja, natürlich. Viele Tore. Also 0-3 Hamburg natürlich. Hallo. Ist halt so. Aber egal, ich mag Lautern. Wir kommen immer gerne her. Jedes ist Jahr. Halt so. Wir kommen auch sehr gerne nach Hamburg. Ja, also ich liebe Lautern definitiv. Ich komme immer gerne her. Ist halt so. Ich würde jetzt sagen, dann hoffen wir, dass wir uns vielleicht in den nächsten Jahren nochmal sehen in Hamburg. Definitiv, auf jeden Fall. Aber man muss auch ehrlich sagen, den Aufstieg habt ihr auch irgendwann mal verdient. Aber ihr auch. Ist halt so. Ja. Ich glaube, am besten beide. Genau. Genau, das wäre geil. Das Weil beide Mannschaften, sind wir ehrlich, können eigentlich in die erste Liga. Ja, genau. So ist Jawohl. Ist halt so. Also dann wünsche ich euch ein gutes Spiel. Danke, gleichfalls. Und der Bessere möge natürlich gewinnen. Danke, euch auch. Ciao. So, dann kommen wir mal noch zu den FCK-Fangrüßen. Heute mal in der Halbzeit zusammen mit Freddy. Ich grüße als allererstes, weil wir gegen den HSV spielen, Cornelius Carstensen, ehemaliger VfR-Spieler. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, warum du beim Siegelbach jetzt spielst. Von daher, Conny, 1-0 liegt da wieder hinne. Wir holen heute 3 Punkte. Freddy, du? So, mein erster Gruß geht raus an, wo wir schon bei Verletzten sind, an Lars Kania. Kania, wenn du das siehst, ganz lieber Gruß geht raus. Bitte wär schnell wieder fit, am besten so schnell wie Ragnar Ache, weil der wird nächste Woche wieder auf dem Platz stehen. Jawohl, und dann grüße ich Tobi Klein, Dartspieler aus Melonis. Ich kenne keinen Spieler, der bei 30 Grad immer im Hoodie spielt. Da muss man mal auch die Kleidung überfragen. Naja. Und dann geht ein lieber Geburtstagsgruß noch raus an die Katrin. Die wurde unter der Woche 40 Jahre alt, feiert jetzt hier am Gelderswog ihren Geburtstag nach. Da stärken wir uns jetzt auch nochmal mit Kaffee und Kuchen. Wunderbarer Ausblick hier am Gelderswog. So, auf dem Weg hoch zum Betze noch 2 weitere Betze-Fans getroffen, den Jan und den Elias. Wen wollt ihr grüßen? Servus, also ich grüße einmal die Alisa und Adrian. Und ich grüße die Ramona Schüttinger, bitte. Und was tippen da? Ich sag, das wird ein 3-2 Jawohl. Für Lautern. 2-1 für Lautern. Jawohl, wir müssen heute 3 Punkte holen. Ajo. Kampf ohne Ende. Ohne Witz. Alles auf den Platz bringen, alles auf den Platz bringen. Nur für die Lautra. So nur Lautre. Lautre! So, ich habe noch ganz schnelle 2 Grüße dabei. Der erste Gruß geht raus an mein Elfmeter-Team, an die Batschus 94er. So sieht's aus. Wir trinken auch gern Bier. Fühlen euch all gegrüßt von dem Team. Und Heiler crasht wieder jedes Video. Und der zweite Gruß geht raus an mein neuer Erdkundelehrer. Leider nehme ich Julian.travel. Jetzt Felix Weber. Unangesagter Aüs. Bin ich kein so großer Fan davon. Aber Leben geht weiter, weil wenn der FCK heute gewinnt, kann ich schon drüber hinwechseln. Jawohl. Letzter Gruß von mir noch an den Ben Stefan aus der 8. Klasse von der IGS Waldfischbach. Ist jetzt Probetraining beim FCK, U14 war es, glaube ich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg da, dass wir dich vielleicht auch irgendwann mal hier auf dem Platz sehen. Das waren die FCK-Fangrüße. Hallo, stark. So, getreu dem Motto, gemeinsam heute für 3 Punkte treffen auch der Freddy mal wieder an der Betzebut vor dem Spiel zu den Matchfacts und zu seiner hoffentlich kurzen, knappen Prognose in 1, 2, 3, 4 Sätzen maximal. So sieht's aus. Also kurz zu den Matchfacts, klar ist, wir haben seit wir wieder 2 die Liga spielen, noch nicht M oder MG Hamburg verloren und genau das setzen wir fort. Das waren ja auch nur 2 Spiele. In beide Spiele hat Terence Boyd genetzt. Aber wir haben die bessere Version von Terence Boyd mittlerweile, Ragnar Ache. So sieht's aus. Und der wird da heute Abend treffen. Aaron Opogo, der Ex-Club, er wird auf jeden Fall heute Omen von Anfang an spielen, gehe ich davon aus. Und Steffen Baumgart hat gesagt, es gibt nichts Geileres, auch als Trainer der gegnerischen Mannschaft, auf dem Betze zu spielen. Ich sage, es gibt nichts Geileres, als Trainer der gegnerischen Mannschaft, auf dem Betze zu verlieren. So sieht's aus. Ich erwarte mal halt richtig viel von der Mannschaft, es muss brennen, der Betze muss abgehen, 20.30 Uhr geht Hamburg. Männer, wenn er da nicht geil sind, wann sollen er geil sind? Das ist mal eine Ansage. Da muss es abgehen, halt der Betze muss brennen,
ob Choreo oder nicht, scheißegal, auf dem Platz muss gezeigt werden. Janis Heuer hinter drin, Amo dreckig einer Umwichse und Ragnar Ache vorne drin, wer zeige, warum er diese Saison oben mitspielen in der Zweitliga. Freddy, Bock stark, auf drei Punkte. Jawohl. Eine Sache noch, Freddy, also vergessen, warum stehen wir hier? Genau, für Daisuke Yokoda, Greetings to Japan. Konnichiwa. Konnichiwa. Also. Vielleicht erzielt er auch heute sein erstes Tor. Der wird spielen auf jeden Fall. Auf geht's, Betze. So, und wie bei jedem Heimspiel, der Berg ruft, Basti. Der Berg ruft, genau, so ist es. Aber diesmal zum Glück zusammen. Endlich, erstes Heimspiel erstes zusammen Mal auf jeden Fall. Die Saison. Wahnsinn. Wie gesagt, heute Motto gemeinsam für drei Punkte. Wir geben auf jeden Fall Kräfte alles. Kräfte bündeln müssen wir heute. Ja. Heute geht's ab. Mir schwitze der Berg hoch, die Mannschaft wird nachher auf dem Platz für drei Punkte schwitzen. Hoffentlich so, geben sie das. Gas. Betze, Freunde, da sind wir wieder. Flutlicht ist an. Glückstor ist da. 3-1. Blick auf die West. Die Mannschaft kommt rein. Auf geht's, Betze. Gänsehaut wieder. Immer wieder geil. Der beste Bratwurstverkäufer auf dem ganzen Betze. Mikis Bratwurstbude. Der allerbeste. Beste Frikadelle. Jawohl. Auf geht's!
Sieht auch geil aus. Also Choreo-Duell, ja, 2 zu 1 für uns. Ball, ja. So, jetzt machen wir es. Jetzt Halbzeit auf dem Betze, 1-0 Führung, verdient, bisschen schwer reingekommen in die Partie, aber nach dem 1-0 waren wir da, HSV deutlich zu wenig für die Ansprüche. So, jetzt gucken wir mal da vorne, an der roten Halbzeitwand, wo der Freddy ist. So, wir sind zurück an der roten Halbzeitwand, rote Halbzeitwand bedeutet Freddys Halbzeittalk. Genau. Oh, keine Stimme mehr. Ich habe keine Stimme mehr. Es ist komplett geisteskrank, was heute oben abgeht. Aber genau das, was ich gesagt habe. Pure Emotionen. Chamra, Amo in Awekwiksa an der Seitenlinie. Und die bessere Version von Terence Boyd, Ragnar Ache. Der ist auf Betze und er trifft schon wieder. So sieht's aus. Er muss zwar raus zur Halbzeit, so wie es aussieht. Egal, wir haben doch Mause noch. Aber er hat ein Tor gemacht und jetzt kommt Mause und Mause lebt hoch. Aaron Opoku wird auch noch mal zeigen, was er kann gegen den Ex-Club. Und dann bin ich mir sicher, wenn er die zweite Halbzeit genauso spielen, dann gewinnen wir das Ding. Boah, wieder emotional hier. Jawohl. Was sagst du zum HSV? Scheiße. Okay, das ist nichts bisher. Also tot dafür, dass die aufsteigen wollen und dass du Steffen Baumgart Trainer ist, ist es peinlich. Aber noch ein ganz lieber Gruß, Matteo Raab, ich glaube, du hast Stormann-Training mit dem Herr Himmelmann. Sonst rutscht das so. Oh, da ist auch wieder der Himmelmann. Weg durch die Beine. Ganz lieber Gruß, Himmelmann, hast du gut gemacht. Also, ich habe natürlich, wie immer, wie es sich gehört, vor der roten Wand ein paar Gäste dabei. Als allererstes jemand aus dem hohen Norden, Marvin, was sagst du zum Spiel? Also ich finde tatsächlich, dass Lautern das echt gut macht. Also Hamburg ist total ideenlos, total. Und Lautern macht es einfach gut. Sie nehmen die Fehler, die Hamburg macht, nimmt sie auf jeden Fall. Und verdient 1-0 in Führung. Und ich denke mal, da kann auch ein 2-0, 3-0, kann auch auf jeden Fall gehen. Ne? So sieht's aus. Ich habe noch einen Gast dabei. Emir Galatasaray hat heute A gewonnen. 3-1. 3-1. Emir, was sagst du zur ersten Halbzeit? Ja, also ich sage mal so, ne? Wir führen 1-0. Besser geht's nicht. Einfach weitermachen. Weiter kämpfen bis zum Schluss. Steffen Baumgart hat schon vor dem Interview hat er schon Angst gehabt, dass wir die letzte Viertelstunde richtig abgehen. Das machen wir. Das soll abwarten. An der Seitenlinie geht er ab. Das soll man noch weiterrennen an der Seitenlinie. Auf geht's. Jawohl. Und ich habe noch einen dritten Gast dabei. Was sagst du zur ersten Halbzeit? Scheiße. Warum Scheiße? Wir führen. Ja, trotzdem. Wir können mehr führen wie 1-0. Wir machen es noch. So, zweite Halbzeit jetzt. Jetzt geht's ab. HSV wird jetzt wahrscheinlich offensiv ein bisschen was machen. Wir setzen einen Konter. Ja, Opoku ist hoffentlich noch drin. Ja, ist noch drin. Also ich glaube, wir machen was. Jawohl. Auf geht's, Plätze.
Meter da gewesen, gleich Lebenszeichen gesetzt. Wir brauchen Magie. Alter Schalter.
Tatsache verfehlt Tor zum 3-1. Wir greifen nicht an, lassen flanken. Mir fehlen die Worte. Boah, jetzt stehen wir hier wieder ohne Sieg beim Topspiel. Ich bin immer noch sprachlos, das ist zu wenig gewesen, gerade am Ende. Ja, ich bin eigentlich auch ein bisschen sprachlos, aber vielleicht versuche ich mal kurz was zu sagen. Also wenn es 90 plus 2 steht, 2-1 für die Betze, dann musst du das Ding eigentlich ziehen. Ja. Die Mannschaft hat gekämpft, es war okay, aber wirklich, du musst ein bisschen mehr mit Köpfchen spielen, ja. Wenn du in den 90 Minuten 2-1 führst. Dann muss das Ding heimgebracht werden und das haben sie nicht geschafft. Ja. Ich weiß nicht, das letzte Ding, ich hab's nicht gesehen. Genau. Egal, wir können es nicht ändern. Schade. Ja, ja, schade. Einfach schade wieder, selber wieder nicht belohnt. Mannschaft hat alles gegeben. Die wollten das. Jo, jetzt gehen wir hier wieder ohne Dreier runter. Wäre diesmal so einfach möglich gewesen, aber so ist der Fußball. Jetzt stehen wir wieder hier, wissen nicht so recht, was wir mit dem Unentschieden anfangen sollen. Vorm Spiel hätte jeder das Unentschieden, das 2-2 unterschrieben. Jetzt ist halt bitter, wie es gelaufen ist. Weitermachen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Stadionvlog.